Timo Helbring, herzlich willkommen. Dann der Präsident, der Roland Stärke, dann der Fabian, der Schnitz, der Schneider, Captain. Und der Fabian Lüthi, Stürmer von mir, zu. Schön, dass du da bist. Danke vielmals. Was ist strenger, Hockey spielen oder Trampen? Ja, das ist definitiv konstanter und härter, weil diese Art kann man halt, ja, wenn man müde ist, kann man wechseln. Und da muss man halt, kann man nicht hören, weil ja, man will auch, man ist ehrgeizig und es geht für einen guten Zweck. Also kann man nicht einfach hören. Ja, ich kann langsam wieder schnaufen, ja, es ist also wirklich recht hart gewesen. Härter als ein Hockeyspiel? Das nicht ganz, nein, aber doch sehr intensiv, wenn wir doch recht einen Kaltstart hatten. Aber für einen guten Zweck machen wir das, oder? Auf Anfang, ja. Nein, es war eine super coole Sache und schon eine riesen Ehre, jetzt der EVZ zu vertreten und ich denke noch schon eine gute Sache für den EVZ. Rolli, die Spieler haben ihren Soll erfüllt. Jetzt ist morgen noch der Schlusssport bei jedem Becher zählt. Was sagst du zu selber einer Aktion? Diese Aktion ist super angelaufen. Ich kenne den Zwischenstand schon von dem letzten Spiel und ich bin überzeugt, dass morgen das Zugerpublikum wird toll mitmachen in der Bossert Arena, dass auch dort auf einen grossen Betrag kommt. Ich denke auch, wir hoffen natürlich, dass wir das letztjährige Ziel, den letztjährigen Betrag von 2.500 morgen noch aufs Doppelte bringen, oder? Dass wir 5.000 abschliessen können. 12.000 wäre nicht schlecht, oder? Zusammen mit dem von euch. Ich weiss, was sie gestern geholt haben und ich bin überzeugt, dass sie morgen die 5.000 schaffen werden.